Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Asterix und Obelix. Mit Obelix immer noch. Und immer noch am See. Mal sehen, ob es besser klappt jetzt. Immerhin habe ich ja schon mal wieder 4 Leben verloren. Aber das ist ja nun auch nichts Neues mehr. Und dieses Level macht mich ja echt fertig. Also, dass das hier überhaupt nicht funktioniert. So, hier kam doch jetzt ein Römer und ein Vogel. Römer kommt. Vogel. Gut. Sehr gut. Dann war das. Na, Römer. Ach, Mist, das war jetzt auch wieder irgendwie voll dumm. So, hier kommt dieser scheiß Vogel, ja. Ob ich den auch von hier unten erwische? Ja, das ist ja viel praktischer, das so mit Obelix zu machen. Aber dann brauche ich gar nicht erst da hochhüpfen. Das spart mir schon ein bisschen was. Das war gut. So, hier haben wir jetzt den Braten. Das ist auch gut. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Und ich werde jetzt hinten nochmal versuchen, mit Obelix den Vogel zu killen. Kriegen wir noch hier den Römer? Nein, können wir nicht. Hui. Weil er dann immer die Coinbox schlägt. Obelix, seine Priorität muss dann der Römer sein, wenn der da einmal steht. Naja. Könnte schlimmer sein, sagen wir es mal so. Haben wir noch ein paar Münzen gesammelt. Also hier kann man recht viel sammeln. Also es könnte am Ende schon einige Punkte geben. Ui, das war knapp. So, wie war es jetzt hier? Ach, hier kommt jetzt... Genau, hier kommt der. Dann kommt der. Dann hole ich hier die Münzen. Na, wir müssen auch springen, Obelix. Wollen wir das auch noch schaffen hier? Springen, Obelix. Der hat das doch sonst auch alles eingesammelt. Was hast du denn jetzt? Danke. Okay, jetzt kommt diese Stelle. Das haben wir auch geschafft. So, hier kommt ein Römer, der mich natürlich trifft. Egal, hier kommt der Vogel. Vogel. Mit den ganzen... Warum kam der denn jetzt nochmal? Scheiß Vieh. Kommt er jetzt nochmal? So, ich glaube, hier hole ich jetzt erstmal die Römer. Bevor ich den Käse hole. Oder auch nicht. Okay. Komm, geh weg. Ich will das jetzt noch einsammeln hier. Manu, der scheiß Vogel. Geh weg. Du auch. Und jetzt kommt die Überfahrt und das schaffe ich doch jetzt wieder nicht. Das geht auch so übel schnell, ne? Wie ist denn das? Wenn man hier an der Stelle wird man einmal jetzt auf jeden Fall von einem Fisch getroffen. Eigentlich ist die Position, man darf die Position nicht ändern von dem Schiff. Dann hat man ganz gute Karten. Da wird man nur einmal getroffen. Ich meine, ich schaffe es jetzt trotzdem nicht, mal abgesehen davon, aber... da weiß ich wenigstens, wie ich das Schiff fahren muss. So, lasst mich einfach in Ruhe. Da kam er schon. Von vorne und von hinten, armer Obelix. Na gut, also wenn ich dahinter komme mit einigermaßen Leben, sollte ich über den Fluss kommen, ohne allzu viel zu verlieren. Also hoffe ich zumindest. Das müsste man jetzt halt nochmal testen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Römer und Vogel, wo seid ihr? Vogel. Okay.
den hätten wir auch. Kann ich das eigentlich auch von hier? Das ist gut. Das ist halt echt praktisch. Ich meine, ein bisschen unterschiedlich ist es dann schon mit Asterix und Obelix. Die Hitboxen sind halt auch anders. Obelix ist halt dadurch, dass er größer ist, kommt er natürlich ohne Springen an manche Coinboxen ran, die Asterix nicht erreicht. La 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 la. Okay. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch leichter zu treffen. Also da gibt es Vor- und Nachteile. So, jetzt muss ich hier noch rüberhüpfen und den Vogel. Jawohl. So, hier kommt er raus. Gut, dann musste ich jetzt nur noch hier die paar Sachen einsammeln. Und dann hätten wir den Teil geschafft. So, hier drüben ist ja noch der eine Römer. Genau, den machen wir weg. Dann holen wir uns die Box. Okay, so hier rüber. Ah ja, hier kommt jetzt erstmal der eine Römer. Genau. Dann der. Huch. Springen, Obelix. Hier haben wir immer das gleiche Problem. Na. Das Ding zerschlagen, das auch. Kam jetzt hier noch was? Also hier kommt noch einer. So, und der noch. Hinten ist noch einer erschienen, aber jetzt kommt hier... Ja. Das ist hier auch irgendwie weniger gefährlich, habe ich das Gefühl, mit Obelix als mit Asterix. Aber das kann auch einfach nur Einbildung sein. So, Römer. Den machen wir jetzt mal weg. Dann kommt Vogel. Vogel. Da muss ich aufpassen. Sobald ich hier so weit rüberkomme, kommt der Vogel praktisch wieder. Das heißt, wenn ich jetzt hier langlaufe, kommt der Vogel. Genau. Das lasse ich jetzt erstmal. Ich versuche jetzt mal, die Römer zu plätten hier. Ja, du blöder Römer, genau dich meine ich. Weil, jetzt kann ich mich hier aufladen. Und hier und hier. Und müsste es jetzt eigentlich mit vollem Leben zumindest bis zum Boot schaffen. Das. Oh, was? Nein, ich habe den Stern vergessen. Das ist jetzt richtig blöd, aber egal, wir müssen jetzt fahren, 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 fahren. Bis zur Galeere. Das ist jetzt richtig ärgerlich, aber... Jetzt gerade ist es auch egal. Solange ich jetzt einfach mal das Level schaffe. Ich glaube, dass wir das sowieso alles hier noch ein paar Mal sehen werden. Oh Gott. Das ist jetzt schon wieder scheiße. Geh weg. Komm. Ha. Und jetzt kommen nochmal Fische, ne? Wo ich nochmal drauf gehe. Käse. Okay, das ist gut. Ach, hier ist auch nochmal. Und das war's, ne? Ja. Das war's. Jetzt haben wir leider nur 9 Sterne wahrscheinlich, weil ich den einen übersehen habe. Aber wenigstens haben wir es erstmal geschafft. Das ist auch schon mal was wert. Und haben ein Leben dazu bekommen. 1 nur leider. Schade. Und 9 Sterne. Hm, naja, aber ich glaube trotzdem, dass wir wahrscheinlich das Ganze nochmal sehen werden. Akt 7, das Gebirge. Es ist ein Traum. Also das Level, wenn wir jetzt nicht gleich hier verkacken schon am Anfang. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Huch, eingefrorene Römer. Oh, zum Glück gab es da gleich mal einen Käse. Okay. Ja, scheiß Vogel schon wieder. Was? Ich habe noch gar nichts gemacht. Also das ist ein richtig beschissenes Level. So, springen wir hier. Ich glaube, ich muss da abspringen. Ich krieg's aber auch einfach nicht gebacken, ne? So, hier kam jetzt der Römer.
der mich erstmal sticht. So, aber hier ist auch schon mal ein Stern. Also wenn ich Sterne sammeln möchte hier, dann muss ich auch hier hinter. Ich kann nicht nur versuchen. Hallo, kannst du mal bitte, auch wenn dich der dumme Vogel dann trifft. Ich muss jetzt hier mal mich umschauen, wo ich schon mal die Chance habe, das Ganze hier zu sehen. Ja, schmeiß halt noch. Hallo? Geht's noch irgendwie? Was ist denn hier oben noch? Ein Stern. Und tot, mal wieder. Also hier ist jetzt wirklich so die Frage, ob ich das hinbekomme. Oder wie lange wir dafür brauchen. Hey, das war ja schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal. Nein! Okay, hier muss man definitiv dann also diesen Sprung schaffen. Game over. Mal wieder. Aber immerhin haben wir schon mal was Neues gesehen jetzt im Vergleich zu vorher. Ich glaube, das müsste dann auch das letzte sein. Wir haben ja, glaube ich, pro Abschnitt sind es dann immer 4 solche Level. Und dann müsste es das neue Passwort geben. Aber es kann sich halt echt noch um Stunden hier handeln. So, jetzt wechseln wir erstmal wieder zu Asterix. Und gucken dann mal, wie gut es vorangeht. Wäre ja mal zu wünschen, dass es einfach jetzt mal durchgeht, ne? Also sowohl jetzt der Akt 5 als auch dann der Akt 6, der mich ja sonst immer so meine Leben kostet, aber ich fürchte, ich brauche die Leben jetzt halt für den Akt 7. Schweizer Grenze, mal wieder. Kennen wir ja noch gar nicht hier, die Gegend. Na gut, das Level kenne ich jetzt mittlerweile wirklich ziemlich gut. Ach nee, da gehen wir nicht lang. Wir machen das eigentlich jetzt wie immer. Ich meine, das ist jetzt nun wirklich nichts Neues mehr. Ich muss mich ja trotzdem konzentrieren, sodass wir durchkommen. Das ist eigentlich jetzt hier das Entscheidende. Vielleicht kriegen wir ja diesmal den Bonus am See. Oder auch mal hier in dem Bonus das Leben. Das wäre ja auch schon mal nicht schlecht. Da hat man nämlich ein Leben mehr. Achso, hier kann ich ja erstmal rennen. Schwupp. Schwupp. Sehr gut. Kommen jetzt hier diesmal Gegner? Ja, das ist einer. Also manchmal, weiß ich nicht, wenn ich da irgendwie zu weit springe, wenn ich hinten den Stern eingesammelt habe, dann kommen da weniger Gegner, habe ich das Gefühl. So, hier waren jetzt wieder 3. Oder ist das ein Unterschied zwischen Asterix und Obelix? Oh, ich weiß es nicht. So, den haben wir schon mal. Dann geht's. So schon mal nicht. Eichhörnchen. Und hier rüber. Ui, das war knapp. Und das war auch knapp. Hier warten wir auf die Kutsche. Dann sammeln wir das noch ein. Und sind wieder einen Schritt weiter. Na, na, na. Was willst du? So, jetzt bist du der eine. Weg sein. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch, aber irgendwie kriegt man mit, wie es läuft. So, hier sammeln wir erstmal das. Dann sammle ich das. Oh, schade, jetzt hat das mit dem Wegrennen diesmal leider nicht so gut funktioniert. Aber es ist alles noch gut. Alles noch gut. So, hier kommt jetzt der Typ. Genau, der mich dann immer anrennt, ne?
Naja, es hat leider nicht ganz geklappt mit dem Ausweichen. Getroffen hat er mich trotzdem, aber wenigstens habe ich mich diesmal daran erinnert, dass er existiert. Steigen wir mal auf den Baum. So, die Frage, wo jetzt hier wieder die Eichhörnchen waren. Hier drüben, ne? Ja. Wie, das war knappe Kiste. Ich weiß gar nicht, ob man das dann nochmal schafft, wenn der Ast einmal vorne abgebrochen ist. Also ich meine, ich denke schon, dass man das nochmal schafft, aber es wird bestimmt schwieriger. Ach, verdammt. Jetzt hat er mich hier getroffen. Okay, die habe ich. So. Ich glaube, ich gehe hier von der anderen Seite ran. Hier ist das Eichhörnchen, genau. Ich gehe erstmal hier hinter. Ui, das war richtig eng gerade. Nein, 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 oh Gott. Jetzt warten wir erst nochmal auf das Eichhörnchen. Oh, den Stern haben wir. Okay, so hier kommt die Kutsche. Jetzt sind wir schon am Ende. Also ich finde, das geht jetzt mittlerweile. Das habe ich verinnerlicht, dieses Level. Ich hoffe, man merkt auch, dass es irgendwie ein bisschen besser läuft. Aber es hat ja auch lang genug gedauert, hier hinzukommen. Ja, an diesem Punkt. Ich meine, wie oft habe ich das jetzt hier gespielt? Zu oft. Hallo, gehst du mal runter? Danke. Zu oft. Okay, jetzt holen wir uns hier noch den Käse. Käse. Und ich habe nicht mal den Baumstamm diesmal getroffen. Wow. Und ich bin wieder im Bonus. 23 Münzen. Also ich glaube wirklich, dass das damit zusammenhängt, was ich vorher irgendwie gesammelt habe. Bis jetzt nehme ich komplett am Stück auf. Ich komme auch langsam, muss ich sagen, an meine Grenzen. Ich meine, ich habe zwischendurch mal eine halbe Stunde Pause gemacht oder so. Aber trotzdem merke ich jetzt langsam, dass es dann doch anstrengend ist für mich. So, ich probiere es jetzt nochmal mit Asterix. Also das ist tatsächlich auch ein bisschen leichter mit Obelix, weil der natürlich eine höhere Reichweite hat, ne? Auf der anderen Seite fällt es mir insgesamt leichter mit Asterix, bestimmte Sachen zu spielen. So, hierhin, 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 darüber. Okay, jetzt ist die Frage. Wenn ich jetzt darunter gehe, komme ich nicht wieder hoch, glaube ich. Und ich hätte mal abspringen müssen. Na gut, es gibt wenigstens noch ein Leben dazu. 21%. Wir ernähren uns langsam. Aber sicher, ich meine, ich glaube, das weiteste war jetzt da 46. Wer weiß, wie oft wir das noch sehen müssen, dieses Bonuslevel. Ich meine, ist ja nicht auszuschließen, dass wir da noch ein paar Mal drin landen. Okay, so. Jetzt bitte einmal da drüber springen, danke. Das hat funktioniert diesmal. Okay, hier muss ich jetzt mal ganz kurz den Römer mir herholen. Obel. Ja, Obelix wäre jetzt hier schon fünfmal getroffen worden, ne? Liegt einfach daran, dass er dann, dass ich mit Asterix dann doch recht lange gespielt habe am Anfang. Und es einfach, nee, jetzt machen wir nochmal. Jetzt einfach nicht gewöhnt war, dass da plötzlich die Hitbox viel größer ist. Und wo es ja auch logisch ist. Macht ja auch Sinn, ne? Also in dem Sinne unterscheiden die beiden sich dann doch zumindest etwas von der Steuerung. So, jetzt machen wir das, 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 das. Geh weg. Oh, geh weg. Du kriegst jetzt voll den Zaubertrank reingedrückt. So, ich probiere das jetzt auch mit Asterix hier so. Ich glaube, das ist eigentlich die sicherere Variante. Warum hat er den jetzt nicht getroffen?
Das war jetzt auch alles ein bisschen viel auf einmal. So, hier kommt der Römer. Gut, den haben wir. Okay, dürften ja jetzt eigentlich nur noch Münzboxen sein. Ja. So, dann haben wir das alles eingesammelt. Und hier drüben ist dann noch... Das war ganz schön knapp mal wieder. Ich habe gerade gedacht, er fällt tatsächlich mal wieder ins Wasser. Okay. Das war auch schon wieder so knapp. Meine Güte. So, dann haben wir das und das. Okay, die haben wir auch alle eingesammelt. Gut, gut. Okay, da hinten kommt einer raus. Interessiert mich jetzt aber erstmal nicht. Ich muss jetzt erstmal das hier einsammeln. Okay. Das hatte ich auch geschafft. So, hier kommt einer raus. Genau. Okay, und hier kommt der Vogel. Der Asterix zum Glück so nicht trifft. Mit Asterix brauche ich natürlich aber hier auch... Wo hier? Ich habe doch volles Leben. Ich bin ein Vollidiot. Ein Vollidiot. Na, jetzt... Sterne waren jetzt hier, glaube ich, nicht drinne. Na, mal sehen, ob das was wird jetzt hier. Ja, komm schon, Asterix. Du schaffst das. Du schaffst das, Asterix. Du schaffst das. Oh mein Gott, ich habe fast jeden Fisch hier. Ich habe jeden Fisch getroffen, oder? Okay, es sieht gut aus gerade. So, hier war es jetzt ein bisschen kritischer. So, den... Nee, weg hier, weg hier, weg hier. Komm, geh weg. Oh, Käse. Fische, Boxen, Boxen, Boxen. Hauen, 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 hauen. Fangen, fangen, fangen. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Wir haben alle 10 Sterne eigentlich, oder? Mal vielleicht noch ein Leben? Noch ein Leben? Ja, noch ein Leben. Es sind 7. 7 jetzt. Und 10 Sterne. Jawoll! Oh, ich bin gerade glücklich. Die Zeit ist an der Stelle jetzt aber auch um. Deshalb geht es genau dann hier im nächsten Video weiter und dann starten wir erstmal in den Bonusbereich. Vielleicht finde ich ja hier dann das eine Leben. Also bis dann. Tschüss.